Sag und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zu einem erneuten Squad-Builder. Heute gibt es mal wieder was Spezielleres und zwar ein Bronze-Team. Ich glaube, das hatten wir dieses Jahr noch gar nicht. Ich glaube, das letzte Bronze-Team, was ich wirklich so exakt gebaut habe, was nur Bronze war und nicht BSG oder so, war in FIFA 13 mein extrem geiles Team mit Rojas in Form hier vorne. Damals noch bei Melbourne Victory. Mittlerweile spielt er ja bei Stuttgart bzw. ausgeliehen an Thun und jetzt an Fürth oder sowas. Irgendwie sowas in der Richtung. Auf jeden Fall der gute alte, ist es Neuseeland oder Australien? Ich glaube Australien. Wie auch immer, auf jeden Fall war das das letzte Team, glaube ich, was ich hier Bronze gebaut habe. Das war extrem krass und heute gibt es ein neues Bronze-Team und auch das ist gar nicht mal so scheiße. Ich habe jedes Spiel mit diesem Team gewonnen, insgesamt 4 Spiele gemacht und das letzte Spiel gerade war besonders heftig, denn naja, dazu kommen wir gleich. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr darüber freuen. Wenn ihr Coins braucht, PSN oder meines Computer und mich weiter unterstützen möchtet, schaut bei Randrand vorbei, Link ist in der Videobeschreibung oder bei Instagram und Facebook ebenfalls in der Videobeschreibung. Jetzt beruhigen wir uns erstmal ein bisschen. Das Ganze war nämlich schon wieder viel zu schnell und ich habe mich fast ein bisschen verhaspelt, beziehungsweise habe mich ein bisschen verhaspelt. Und deswegen fahren wir jetzt runter und kommen zu einem ganz gechillten Torwart, ohne lange drum zu schnacken. Und zwar zu unserem Fähringer. Und zwar ist das der gute Gunnar Nielsen. Eventuell kennt ihr ihn noch damals, als Deutschland gegen die Färöer gespielt hat, hat er uns ziemlich, naja, ich will jetzt nicht sagen genervt, aber doch irgendwie hat er dafür auch einen Inform bekommen, damals noch bei City und plus 7 Ratings ist er damals nach oben gegangen auf 72 von 65. Der war wirklich richtig, richtig gut in dieser Partie und ist auch allgemein ein guter Keeper. Dieses Jahr ist er ja wieder dabei, hat eine 63er Karte und ist 1,91 groß, hat gute, solide Allround-Stats und war richtig, richtig stark. Ich blende jetzt hier mal einen Clipper, wenn ich ihn aufgenommen habe. Das war eine ziemlich starke Parade, auch wenn es vorher, glaube ich, abseits war, war das trotzdem krass. Und allgemein, er hat, glaube ich, insgesamt 2 Tore kassiert, die beiden im letzten Spiel gegen Romelu Lukaku Inform. Nicht Inform oder Man of the Match? Ich glaube, Man of the Match war es. Auf jeden Fall ein richtig guter Bronzekeeper, kann ich nur weiterempfehlen. Und auch wenn er schwer einzubauen ist aus der Liga, gibt es ja gute Innenverteidiger. Beispielsweise den guten Denier. Und auf der anderen Seite haben wir den Polen Foyut oder Foyut. Ich habe keine Ahnung, wie ausgesprochen wird. Auf jeden Fall hat der 73 Physics, 62 Defending und 67 Tempo, was ordentlich sein. 88 groß, Mittel-Mittel-Arbeitsraten, Non-Rare, aber trotzdem gut. 150 Münzen gekostet, war sehr, sehr solide. Muss ich ganz ehrlich sagen, hat mir gut gefallen. Keine Probleme gerade, nicht sonderlich auffällig gewesen, aber naja, er war trotzdem auf jeden Fall gut und dementsprechend kann man ihn auf jeden Fall einbauen, vor allem, weil es viele gute polnische Bronzespieler gibt. Und die Denier, ja, Team of the Season, 81 Tempo als Innenverteidiger, 70 Dribbling für einen Bronzespieler und dann auch für einen Bronze-Innenverteidiger, ist krank. Dazu 70 Defending und 80 Physics, sehr, sehr geile Karte, hat auch gute Workrate an sich, Mittel, ist immerhin als 84 groß, hat ein Tor gemacht und ja, leider Gottes im letzten Spiel eine rote Karte bekommen. Die war allerdings relativ lächerlich, er war zwar so gesehen letzter Mann, aber da hätten auch mehr, mindestens 2 Spieler eingreifen können. Aber gut, von mir aus die rote Karte. Trotzdem sehr guter Spieler auf jeden Fall. Hat extrem gut verteidigt. Keiner kam so wirklich durch, weil er auch so schnell ist. Kopfballmäßig einen kleinen Nachteil, aber das macht er mit seinen physischen Werten wieder weg. Also eine richtig geile Karte. Und auch wenn mit 45.000 das Ganze ein teurer Spaß ist, hat er sich für mich zumindest ziemlich gelohnt. Ich werde das Bronze-Team auch wahrscheinlich bis zum Ende von FIFA 15 behalten. Linksverteidiger haben wir dann Pasio. Der war relativ auffällig in der Offensive, hat extrem gut gespielt. 60 Dribbling, 63 Defending, 61 Physics, 81 Tempo sind gute Allround-Werte. Passend ist auch noch in Ordnung, ist dazu relativ groß mit 1,2. 82. Leider nur 2 schnelle Skills, dafür hoch mit Arbeitsraten, also ein offensiver Außenverteidiger und der hat seinen Job richtig gut gemacht. Dementsprechend auch eine Empfehlung von mir. Was die polnische ja, Nation angeht, war der wirklich richtig gut dabei und hat mir extrem gut gefallen. Das Wappen sieht irgendwie aus wie aus der koreanischen Liga, aber er kommt aus der Extraklasse, genau von Pop-Dip-Skizzier. Genau, auf jeden Fall ein guter Spieler. Und jetzt kommen wir zu meinem Helden, und zwar dem Rechtsverteidiger, der heißt Logan, spielt bei Aberdeen, ist ein Engländer und hat im letzten Spiel eine rote Karte bekommen. Ihr merkt also, ich habe in Unterzahl, doppelter Unterzahl, gegen Man of the Match Lukaku und Fraser Forster gewonnen. Denn der hat mit einem Bronze-Team gespielt, ansonsten aber mit Man of the Match Lukaku und Fraser Forster. Und ich habe trotzdem gewonnen, obwohl ich, glaube ich, nach 50 Minuten oder sowas in doppelter Unterzahl war. Und warum? Weil er hier die lächerlichste rote Karte bekommen hat, die ich jemals gesehen habe. Ich zeige sie euch jetzt mal. Also wer mir wirklich erzählt, dass das eine rote Karte war, dann der schreibt bitte in die Kommentare, warum es eine rote Karte war und dass ich ja nur Scheiße laber. Aber Shaylor und Logan, ansonsten ein sehr guter Spieler, Mittel-Mittel-Arbeitsraten, dann hinten den Laden zusammengehalten mit seinem 81er Tempo, 65 Dribbling, 62 Defending, 61 Physics, genauso gute Allround-Werte wie auch der gute Pazio und war wirklich ein guter Spieler und ist mein Held, weil er die lächerlichste rote Karte aller Zeiten in FIFA bekommen hat und wir haben gezeigt, dass die KI bzw. das Spiel allgemein relativ Bullshit-lastig ist. Wir kommen zum zentralen Mittelfeld, da haben wir 2 Sechser und einen, der mittlerweile gar nicht mehr ja, Bronze ist und zweimal Draper, der ist aber der Zentrale hier. Dann haben wir noch einen, und zwar ist das ein Pole, das ist Dawidowicz, und der nächste ist dann Zehner.
Und heißt Mason. Gut, Mason kennt man mittlerweile, denke ich mal, spielt bei den Spurs, ist mittlerweile auch Silber geworden und ist eine ziemlich, ziemlich nice Karte. Mittel-Mittel-Arbeitsrate 1,75 groß, 69 Tempo, 65 Dribbling, 61 Shooting und dazu 65 Passen. Sehr gute Allround-Werte, war, glaube ich, der torgefährlichste Spieler in diesem Team zusammen mit der Offensive. Hat 1000 Münzen gekostet und hat sich richtig gut verkauft, ist auch allgemein ein relativ großes Talent. In Realität gefällt er mir relativ gut, wenn er mal spielt, zumindest am Anfang der Rückrunde hat er, glaube ich, ab und zu mal gespielt. Da war er richtig stark und gefällt mir allgemein auch ziemlich gut. Hat auch diese Bronzekarte definitiv mit dem Preis versehen, verdient, sage ich mal, bei 1000 Münzen, für den ist eigentlich relativ günstig sogar noch, also läuft auf jeden Fall, fühlt sich vor allem schneller an, was ganz schön ist. Genauso das gleiche bei Draper, der fühlt sich auch schneller an, gute Physics-Werte, ist 1,93 groß, 60 Defending, 62 Dribbling, 58 Passen, 55 Shooting, gute Around-Werte an sich, natürlich ein bisschen abfallen beim Schuss und beim Passen, aber geht auf jeden Fall klar, hat auch den Laden zusammengehalten, weil der Sechser in diesem Team, also quasi der Sechser im Mittelfeld, und gerade was die Kopfballstärke und der Defensivstärke und die Physics angeht, war der richtig, richtig Bomber, also nur empfehlenswert, wenn ihr einen Bronze-Engländer aus einer anderen Liga braucht. Davido war auch in Ordnung, 66 Tempo, 1,68 68 Physics, ja, passend, Dribbling, Shooting, sind jetzt nicht so seine Stärken, aber dafür 1,88 groß und Mittel-Mittel-Arbeitsraten, er war auch in Ordnung, eine Torvorlage, war nicht so auffällig, aber auf jeden Fall auch, ja, mal wert gekauft und ausgetestet zu werden. Wie gesagt, wieder ein guter Bronzepole, kann man auf jeden Fall machen und ist gerade mal 20 Jahre alt, das ist doch schön. Gut, wir kommen zur Offensive und die ist dann wieder relativ, ja, stark eigentlich, und zwar auf dem linken Flügel, ich weiß nicht, ob der linke Flügel ist. Er ist es, Guedes. Kennt er eventuell noch aus der Ronaldos Road to Madrid. Er hat 3 Tore gemacht in 4 Spielen, eine Torvorlage noch dazu. Hochgeringe Arbeitsraten, 3 schnelle Skills und Weakfoot. Wenn er Forster Skills hätte, wäre er richtig geil. So mit seinen 71 Dribbling war auch schon krass. Obwohl er 79 Tempo hat, das reicht auf jeden Fall. Dazu noch 61 Shooting, geht auf jeden Fall gut klar. Und auf der anderen Seite haben wir die Pace-Hure schlechthin. Und zwar ist er jetzt der Mittelfeldspieler. Und er ist nicht Sören, aber er heißt Brandy, genau. 73 Dribbling, 91 Tempo, also richtig geile Werte zum Pace-Abusen. Hochmittelarbeitsraten, dazu noch relativ klein, dementsprechend wendig. 57 Shooting, relativ torgefährlich, hat glaube ich 2 Tore gemacht bei mir. Fabian ist auch ein komischer Name, ne? Aber vollkommen egal, richtig gute Karte. Und wenn der Forster-Skills hätte, wäre der auch richtig geil. Genauso ist es beim Stürmer, Überraschung, Überraschung. Alle Bronzespieler wären geil, wenn sie Forster-Skills hätten. Er hat sie leider nicht, dafür hat er die Körpergröße mit 1,99 Meter, glaube ich. Und zwar ist das, ne, 1,98, okay. Michael Ngu. Hochmittelarbeitsraten, 78 Tempo, 61 Dribbling, 70 Physics und 60 Shooting. Hat in 6 Spielen 7 Tore und 9 Vorlagen gemacht. Das spricht natürlich jetzt für sich. Natürlich nicht alle Spiele bei mir gemacht, sondern nur 4. Aber trotzdem richtig gute Werte. Er ist halt einfach ein geiler Spieler. Ich habe den irgendwann meiner Karriere verpflichtet und auch da war der richtig gut. Gerade wegen seiner Körpergröße und seiner extrem physischen Stärke. Trotzdem noch ordentliches Dribbling auf jeden Fall mit 61. Also wenn der Typ nicht klar geht, dann weiß ich gar nicht mehr. Ist ein richtig geiler Spieler. Empfehle ich jedem auszuprobieren. Auch wieder ein Engländer aus einer anderen Liga. Eventuell interessant zum Verlinken, weil wir ja viele gute Bronze-Engländer haben, auch ja dadurch bedingt einfach viele Ligen haben aus England. Und leider nur 2 Sterne Weakfoot, ist aber nicht so schlimm. 3 Sterne Skills. Wieder zu schnell geredet, aber egal. Ist auch in Ordnung. Wie gesagt, Forster Skills wären richtig geil, aber 1,98 Körpergröße kannst du fast nichts mehr verlangen. Da reichen auch 3 Sterne Skills und das ist schon gut genug. Mit einem Roulette kannst du dich damit nämlich gegen jeden Spieler durchsetzen und dementsprechend war es das von diesem Team. Wenn es euch gefällt, wie gesagt, lasst einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr darüber freuen. Das ist eine großartige Unterstützung. Vielleicht schauen wir die 500 Likes, das wäre richtig, richtig nice. Vielleicht auch 600, 700, wer weiß, was ihr da so erreichen könnt. Ich glaube an euch und ich wünsche euch viel Spaß bei den Toren. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Haut rein. Und ciao.